Oh, ich glaube. Ja, habe ich jetzt zum. Ah, oh, geil. Zu guter Letzt noch ein Absturz oder was? Uiuiui, fuck, ey, ich bin am Verbluten, ich bin am Verbluten, ich bin am Verbluten, ich muss mich einwickeln. Oh. So. Och nee. Jetzt habe ich mich kurz vor Aufnahmeende noch zum Krüppel gemacht, ey. So eine Scheiße. Tja, wie komme ich da lebend raus? Mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht springen. Geil. Deswegen, oh, fuck, ey. Ach, mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht springen. Heißt, ich muss jetzt heimhumpeln. Kann es aber auch einfach machen. Warte. Nee. Also vorhin habe ich Schaden zugezogen, jetzt nicht mehr. Am besten taucht von irgendwo ein Bär auf und erledigt mich noch. Ich glaube, ich hänge doch noch eine Folge dran. So wie jetzt. Weil jetzt wird es doch wieder interessant. Natürlich. Ich will nichtsdestotrotz. Ich hätte verbluten sollen. Dann hätte ich das Problem jetzt nicht. Ja gut, ich habe ja sowieso eingestellt, Inventar behalten, wenn ich jetzt sterbe. Weil, wenn nach 5 Minuten eh das Inventar verschwindet, ey. Was ist das dann? Echt der letzte Scheiß ist, alles neu herzustellen. Aber ich will hoffen, dass ich die nötigen Sachen noch habe, um es herzustellen. Noch eine Erdbeere nehme ich da noch mit. Mich zumindest etwas hochzuheilen. Das dauert natürlich jetzt eine Weile, bis ich daheim ankomme.
Ach, mach doch mal voran, hey. Es war sowieso, glaube ich, so, dass ich eine Zeit lang abwarten musste, bis mein Bein geheilt war und ich mich wieder anständig bewegen konnte. Ich würde jetzt so lachen. Okay, da habe ich wenigstens noch Holz. Ja, wirf mein Schwert weg, ist okay. Schlepp, schlepp. Nee, wo kommt man sich das herstellen? Hier? Medizin, Beinschiene. Zwei Stöcke brauche ich da lediglich. Dann stellen wir mal zwei von her für den Fall der Fälle. So, jetzt. Sei vorsichtig, solange der Knochen noch nicht vollständig verheilt ist, ja. Ich gehe mal die Treppe hoch. Kann ich mich irgendwo setzen? Ach, ich habe natürlich keinen Stuhl. Siehste? Einrichtungsgegenstände könnte ich auch mal bauen. Bong. Tische. Ich brauche in erster Linie nur einen Stuhl. Welchen nehmen wir denn? So ein, so. Ja, aus. Ist das so ein Spanding, ey? So ein Spanier mich hier. Was für Tische kann ich dann? Ach so. Das sieht ordentlich aus, ja. Ich stelle spontan hier den Dings dahin und dann hier den Tisch. So, setze ich mich mal hin. Kann man hier eigentlich was draufstellen, eine Kerze oder so? Da Bücher drauflegen. Ach Mensch, könnte ich jetzt hier ein Buch schreiben?
Mir fehlen Bücher. Das finde ich doch eine Sauerei, wenn ich ehrlich bin. Ach, Escape war das zum. Ich doof. Verschiedenes. Ja, Papier. Dann noch Leder. Da müssen wir. Ah, oh ja, Buch zusammenbinden können. Aber woher nimmt man dann die Tinte her? Da müssen wir auch schon wieder Oktopus einbauen. Tintenfische eben. Es wird Abend. Eigentlich auch gut, um sich da jetzt ins Bett zu legen und schlafen. Oder? So. Und ich trinke noch mal was. Ist die Flasche schon wieder leer? Ich habe euch nicht erlaubt, die auszutrinken. Schlafen wir heute noch ein, Chef? Zu viel in der Küche gearbeitet. Ah ja. Ein neuer Tag. Ich humpel noch ein bisschen durch die Gegend. Der kriegt jetzt auch mal einen Schluck zu trinken. Das sieht man hier nicht. Kann ich ein Fadenkreuz ausstellen für den Moment? Wenn ich zum Beispiel Stuhl über Mouseover über den Stuhl gehe, dann zeigt er mir es trotzdem noch an. Okay. Finde ich gut. Okay. In 8 Minuten warte ich natürlich drauf, bis ich hier bis meine Krankschreibung ausgelaufen ist. Ja, ich habe mich selber hier krank geschrieben. Weil keiner da ist. Ist ja sonst keiner da. Weder Virazzo, noch Max, noch Quincy, noch irgendein anderer, noch Cassie. Mögen mich alle nicht. Ne Quatsch. So.
Nicht, dass es immer nur so ist, dass man sich, wenn man ausloggt ist, der Knochen sich vollständig erholt hat. Das wäre jetzt aber ein bisschen doof. Ah, nein. Nicht Dings ausmachen. Hallo, lieb sein. John, was jetzt? Jetzt hocken wir da, ne? Nein, Quatsch. Wir beenden das jetzt hier. Ich sage jetzt schon mal bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.